Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Talkshow! Yeah! Und wir haben noch so viele Folgen vor uns. Mann, war das die letzten Tage auch so wahnsinnig heiß bei euch? Und das, obwohl Januar ist. Obwohl gestern Nachmittag war es warm. Gut, ist es nicht mehr gestern, wenn ihr das Video seht. Ich komme so nach Hause und denke mir, okay, Fenster kannst du aufmachen, ist so warm draußen. Mein Fenster auf, draußen wird es dunkel, auf einmal einfach Minusgrad. Ich denke mir, was ist jetzt los? Hier in meiner Haustür ist es immer noch 31 Grad gerade. Viel heißer geht es eigentlich nur noch den beiden hier. 6 Jahre, toll. Wenn es genau auf den Punkt 6 Jahre ist, dann war das ja auch im Januar. Oh yeah, die beiden haben wirklich einen romantischen Abend. Alles steht schon bereit. Ein bisschen Sekt, etwas zu naschen, warmes Wasser, ein paar Kerzen. Was? Kerzen? Oh oh! Ja, zum Glück sitzt sie schon im Wasser. Oh, oh. Ja, die alte brennt lichterloh und er ist immer noch mit der Temperatur des Wassers beschäftigt. Aber irgendwas scheint sie ja zu merken, denn als ihr Haar brennt, lehnt sie sich noch nach vorne, um mal um die Ecke zu gucken. Ich glaube, die Haare müssen dann ab. Wahrscheinlich war um die Ecke ein Spiegel. Um die Ecke? Das ist sehr norddeutsch, oder? Um die Ecke. Unge Ecke. Wahrscheinlich war hinter der Ecke ein Spiegel und als sie sich dann gesehen hat, hat sie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das Gute ist aber, als sie bemerkt, was los ist, behält sie wirklich einen kühlen Kopf. Wer stellt denn auch eine Kerze hinter seinen Haaren? Wenn du lange Haare hast, stell doch nicht die Kerze da hinten auf. Kühlen Kopf. Ja, jetzt. Mein Gott, die hat einen Haufen Wasser und rennt raus. Sie rennt raus aus dem Wasser. Oh mein Gott. Gute Entscheidung. Als du merkst, dass du in Flammen stehst, schnell raus aus der mit Wasser gefüllten Badewanne. Ihr Freund reagiert auch sehr einfühlsam. Gott sei Dank geht es ihr gut. Man sieht danach noch, wie sie in der Badewanne sitzt und chillt. Was? Deswegen erlaube ich mir jetzt auch diesen kleinen Gag. Kann es sein, dass meine Facecam trotzdem noch so immer mal stockt? Trotz, dass ich hier nicht mit einem Chrome-Browser arbeite? Was ist denn das nur? Sehr einfühlsam sind auch die YouTube-Kommentare, wo wirklich vielleicht jeder sich Sorgen um die Frau macht und fragt. Aber das ist Elgato-Cam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so broken ist. Wie es ihr geht. Na, vor allem, wie viele schreiben unzensierte Version? Realisiere ich erst jetzt, Mann! Genau, lad das unzensiert auf YouTube. Tja, das Wasser hat dir wirklich den Arsch gerettet. Beziehungsweise die Haare. Oh. Die Arschhaare! Stimmt, Matze. Über zu wenig Wasser. Ach, Matze ist der Beste! Können sich diese Leute jetzt nicht beschweren. Sie befinden sich auf einer Walexpedition irgendwo auf der Welt, wo es halt Wasser gibt. Und dann gibt es ja einige Flecken auf der Welt. Eine junge Frau filmt also so vor sich hin und dann gibt's schon. Hat sie auch noch Glück. Wow! Wow! Also so viel Glück kann man doch eigentlich gar nicht haben. Das scheint wirklich ihr Glückstag zu sein. Oder geht da noch mehr? Das Unglück muss auch noch kommen. Oha! Also das gibt's doch nicht. Das scheint ja wirklich der glücklichste Glückstag zu sein ever. Also mehr Glück kann man doch wirklich nicht haben. Oder? Please tell me you got that, Julie. Großartig, sie kämpft gegen die Wellen ums Überleben, aber kann sich nur kurz darüber freuen, dass beinahe ein 30.000 schwerer Buckel war, sie zertrampelt hätte. Aha. 30.000 schwerer Buckel war zertrampelt? Nein, die haben ja keine Füße, ne? Alter, wird das wohl noch mal kühler oder was, ey? Also es ist jetzt 21 Uhr circa, es sind immer noch 27 Grad hier drin in der Talkshow. Wollen wir also kurz einmal kurz im Pool? So, einmal kurz, wir sind echt gleich wieder da, einmal nur ganz kurz. Kann ich mitkommen? Ach so, ich muss mal kurz ausziehen hier, ja, okay. Ich mag nicht mit Klamotten reinschauen. Ich mach ein bisschen Werbung für dich, okay? Ja, das ist nett, zieh mal mein T-Shirt an hier. Okay. Zieh mal mein T-Shirt an. Was? Okay, ich wäre soweit, okay, ja, Abkühlung! Das ist gut. Verstehe, Merch-T-Shirt. Ich wollte jetzt schon sagen. Ich dachte, er zieht jetzt sein Shirt an, was er gerade anhat und stellt sich vor der Kamera. Die Leute warten. Ja, komm, wir können nicht so lange warten lassen. Ja gut, dann wollen wir wieder. So, ist da hinten ein Handtuch mit oder sowas? Hast du ein Handtuch mit? Eine sehr coole Art, Werbung zu machen fürs T-Shirt, ne? Muss man mal sagen. Ja, ich guck die Haare abwischen hier. Ich zieh mich noch kurz um, ja, kannst du schon mal reingehen? Dann müsst ihr die Kanone nicht gerne schon reingehen.
Ich gehe einfach so rein. Ist schon nur Kameramann. Okay. Stimmt. So. Und es ist warm. Also von daher. Sorry, das musste mal ganz kurz sein. Kommen wir auch schon zum letzten Video. Schaut euch mal diesen verschlafenen Typen an. Also Handtuch hatten sie doch nicht. Verschlafen? Ich weiß ja nicht. Auf Drogen vielleicht? Keine Ahnung. Die jungen Leute, die ihn da filmen, dachten sich bestimmt, hey, wenn die Tür gleich aufgeht, fällt der Idiot bestimmt raus und wir können es filmen. Schauen wir doch mal, was dann passiert ist. Oh mein Gott, die Arme! Okay, Clown finde ich... Das war aber wirklich krass, hä? Nein, es ist nicht in Ordnung, aber es war trotzdem wirklich krankhaft timingmäßig geplant, ey. Wirklich nicht gut, ja, aber da muss man erstmal drauf kommen auf den Trick. Exakt, in letzter... Na, hoffentlich hat ein Handy geklaut, wo er dann am Ende eh nicht rankommt, weil alles gesperrt ist. In einer Sekunde schnappt er ihr das iPhone weg und rennt raus. Na, dann hat er ja echt erst recht nichts davon. Außer er ist richtig gut darin, das zu knacken. So, dass ihr nicht mehr hinterherkommt. Das Schöne ist, durch das Video wurde er direkt am nächsten Tag von der Polizei geschnappt. Haha, sehr gut. Deswegen lasse ich mein Handy lieber drinnen, wenn ich in so einer Menschenmasse bin oder neben mir die ganze Zeit Fremde sitzen, wenn ich in Zug bin. Gut, ich bin jetzt schon jahrelang nicht mehr Zug gefahren. Oder, also ihr wisst, was ich meine. Oder wenn ich jetzt auf so einem Festival oder bin oder in einem Mall. Da tue ich mein Handy nur kurz raus, wenn ich was gucken will und dann sofort wieder einstecken in eine sichere Tasche natürlich. Nicht irgendwo, wo man es einfach nehmen kann. Meistens habe ich alles in der Innentasche. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Oder ich habe so eine Umhängetasche. Da habe ich aber immer eine Hand davor, damit man halt nicht rankommt. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mich nicht kennt, ich bin Torge. Sehr gut. Danke. Tschüss. Ciao. War interessant. Oh Gott. Ich gehe wieder im Pool. Oh, ich schwimme mit. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. We'll be right back.